So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei einer Altlast in Dark Souls 3. Ich versuche seit einer geraumen Zeit den namenlosen König zu erledigen. Es wird tendenziell auch besser, aber es ist halt wirklich, wie alles in dem Spiel, mühsame, harte Arbeit. Es ist so, als hätte man sich in 4 Jahren Olympische Spiele vorzubereiten. Und sei bis jetzt so 2,5 Jahr oder so. Nichts klappt. Besonders diese bescheuerte Macke mit der ersten Phase. Naja. Ich hoffe, ich zeichne auch schön auf. Wieder zu lange gewartet. Wohl gern, wa? Ist ein bisschen, als wäre man der Schlechtere beim Kickboxen. So ein bisschen so. Immer Platz 2, was man am Gebissen und an den Augen sieht. Bei den Hinzugekommenen, der namenlose König, ritt vorher auf dem Sturmdrachen, der Sturmkönig war. Wenn ich das richtig verstanden habe, korrigiert mich gerne. Und wir müssen jetzt nur noch den namenlosen König mit den Sturmdrachenkräften besiegen. Das ist doch fein. Das ewige Danebengeholze. Was ist das? Wenn man einmal diesen Rhythmus nicht hingekriegt hat, dann kriegt man gleich den nächsten Schlag. Ich bin so wütend mittlerweile wieder. Das ist so unfassbar. Dieses Spiel kehrt das Schlimmste aus einem heraus, wirklich. Eigentlich ist es noch nicht mal wie Kickboxen. Man hat ja keinen Partner. Eigentlich ist es so, als würde man statt eines Sparringpartners beim Kickboxen sich ständig unentwegt selbst mit der Faust ins Gesicht hauen. So fühlt sich das irgendwie bei mir an. Das ist schon eine sehr spezielle Art von Spiel, die ich hier selbst test. Erfahre. Ich habe auch schon ein paar andere davor getestet. Da könnt ihr euch auch gerne nochmal die Let's Plays so angucken. Lords of the Fallen angefangen, Remnants from the Ashes, Star Wars The Fallen Order, The Surge und dann jetzt der Dark Souls 3 und ich dachte, ich wäre gut vorbereitet. Pustekuchen. Es ging eigentlich darum, ob man als Noob
als totaler Anfänger auch mit Dark Souls 3 klarkommen könnte, wenn man denn nur genug trainiert? Und die Antwort ist eher jein. Durchfährt, ey. Du musst doch irgendwas machen mit. Ach, scheiße, ich hätte den zweiten Schlag gesetzt. Mit geil zu tun haben, weil der. Ach, scheiße, man kommt davon nicht weg. Nein! Das auch, Mann, verdammt! Das Spiel ist ja noch nicht schwierig genug, lass uns mal Spezialmoves einbauen. Ach, verdammt, wirklich! So viel zum Thema Jein. Also, dieser Sprungangriff erinnert mich doch sehr an Gale. Da gibt es doch bestimmt auch eine Geschichte dazu, warum das ein ähnlicher Move ist. Ach komm, Billy, es ist so nervtötend. Diese verketteten Schläge, mit denen komme ich nicht klar. Und dieser Stoß nach vorne, aus dem man nicht weg kann mit dem Spezial. Jetzt haben wir das wieder am Hals, okay. Naja, okay, den Hals, man konnte den Hals ja nicht schlagen. Und manchmal läuft so Kacke durch. Jetzt wieder kein richtig getimter Schlag gewesen. Ach, das ist doch wirklich. Als das Spiel will einen in die Hölle fahren lassen, bitte. Boah, alter Schwede. Das macht einen so alle, ey. Gottes Willen. Krieg's nicht hin. Man wird 5-6 Mal getroffen. Und jetzt könntet ihr Profis natürlich sagen, lustig, halt nicht treffen. Ja, guter Tipp. Nächstes Mal. Das kann doch nicht angehen, wirklich, dass ich nicht einen Millimeter vorankomme mit dieser zweiten Phase. Jetzt
muss doch irgendwie einen Schlüssel geben, genauso wie diese Quicktime-Scheiße in der ersten Phase, dass man da irgendwas auslöst. Kann ich angehen, dass das jedes Mal so läuft, dass einen dann mit dieser Verkettung von Angriffen kalt erwischt? Also nicht erwischt. Kommst du? Wahr sein. Ich hasse es so sehr, diese Kacke. Jetzt hat er wieder 5 Gramm über. Life choices, Leute. Okay, schöne Zeit. Ihr merkt's nicht. Ich bin so schreien gerade. Scheißegal, wenn du mit 12 Flakons da reingehst. Wenn das passiert, ist vorbei. Und da hat er ja noch nicht mal mit seinem Blitzedings angefangen. Zu dem nachher noch eine Blitzelanze kommt und Blitzebodenexplosion und ach kommt ey, wie bei geil, es ist halt einfach over the top. Drüber, sagt man. Es ist einfach drüber. Scheiße, ey, das gibt's doch nicht. Alles so bescheuert, wirklich. Jedes Mal diese kack erste Phase, das macht mich so wahnsinnig, ey. Was für ein Scheißdreck. Und dann verlängern wir unser Spiel. Und zwar um ca. 50%, indem wir eine erste Phase immer wieder durchspielen lassen. Und alle so, yay. Der Typ, der in diesem Cartoon aus dem Fenster fliegt, hat bestimmt gesagt, so wie ich, wie wär's, wenn wir das optional machen? Das kann ja jeder abstellen, wenn er Bock hat. Und dann haben sie das wahrscheinlich für dich gemacht. Wer knurrt denn da jetzt? Was war das? Ach gut, ach ja, ich hab vergessen, dass man da einen Effekt hat. Ach, ich bin so schlau. Ich komm nicht weg. Das ist so ein Kackdreck, bitte. God.
Aber da steht Dark Souls, wo ich. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß wirklich nicht, was ich anders machen soll. Sobald er mich einmal erwischt hat, kann ich nicht mehr rollen und kann auch nicht mehr Position wechseln. Und ich, gerade wegen dieser Schleuderangriffe, also wo er den Speer um sich herum wirft. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe Blocken nicht geübt. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht. Was soll jetzt in der Phase der Erkenntnis kommen, was nicht schon mehrfach war. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Ich glaube, das auch noch. Oh, komm mal her, wenn du willst. Das ist so kacke, wirklich, dass man einfach das Gefühl hat, man kommt nicht voran. Wie kann denn das angehen zum Teufel? Ich will hier schon die ganze Zeit auf dem Stuhl rum. Das macht mich fertig, der Scheiß. Und das Frustrierendste ist ja eigentlich, dass ganz viele Spielerinnen und Spieler das geschafft haben, weit vor mir. Ich mir das jetzt ja erst nach dem DLC wieder vornehme. Das ist das Frustrierendste daran, finde ich. Jetzt könnt ihr wieder sagen, ja, das liegt am Bild oder so, aber eigentlich liegt es, glaube ich, nur daran, dass ich unfähig bin in dem Spiel. Das ist einfach der Punkt. Und das macht das so frustig, dass man das immer noch nicht schafft. Dass man es jetzt immer noch nicht schafft. Wir sind zu hektisch weggerollt. Das lässt er mir einmal durchgehen und dann. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Was soll ich bloß machen, ey? Diese zweite Phase, ich weiß wirklich nicht. Am besten hat, glaube ich, links rumrollen geklappt. Und dann kommt sein Blitzegedöns und das konnte ich jetzt zweimal sehen, aber noch lange nicht trainieren. Das finde ich halt wirklich affig, dass man dann die erste Phase nochmal wieder vorgesetzt bekommt, damit man dann möglichst abgehalten wird, den Gegner zu trennen. Künstliche Verschwierige. Sagen, es ist ja eigentlich nur auswendig lernen, aber dazu ist es dann leider doch. Was war das jetzt? Was zum Geier?
das finde ich gut. Abstand. Ach Mann, das ist diesen schnellen Sprung auch noch gibt. Was soll das bloß? Ja, toll, das ist eine Wand. Super. Ach komm schon, verdammt, das gibt's doch nicht. Man kommt einfach nicht ran. Verdammt nochmal. Was für eine Scheiße. Kotzt mich so dermaßen an. Und noch ein Blitz und noch was hier so super und so und dann ist man tot. Warum zum Fuck? Jetzt kann ich mich langsam wirklich, was ich hier mache. Feiern wir eigentlich bei 250 Folgen? Den feierlichen Abschluss und die Aufgabe. Die Niederlegung des Schwertes. Das ist doch echt nur noch bekloppt. Meine Güte. Da sieht man hier in Abgründe. In Abgründe. Von einem selbst. Alter, manchmal nee, das ist ja scheiße. Ach, warum? Warum? So ein paar Attacken, die habe ich jetzt besser im Griff. Aber spätestens, wenn er seiner Blitzdings-Attacke greift. Der Rhythmus. Mir scheint der Rhythmus auch irgendwie anders zu sein. Ich muss bei manchen Rollen kurz warten, bevor ich rolle. Und wenn ich roll zu früh, dann. Das ist sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich ärgerlich. Macht er den schnell zur Öffnung oder was? Was für ein Fuckkram! Scheiße, wirklich. Was macht er denn jetzt? Das ist ein völlig anderer Rhythmus. Nein, eher ein Trick. Ach komm schon. Was soll ich bloß machen? Ich will euch mein Leben lang in diesem Spiel verbringen. Ich weiß, einige von euch halten das für ein Traum, aber für mich ist das langsam ein Albtraum. Es kann doch nicht angehen, dass das nicht klappt. Dass man immer diesen ersten Scheiß mit dem Anlaufweg machen muss. Jedes Mal. Ach, es hat ja keinen Zweck zu rein.
Mann, dass er mich jedes Mal wieder trifft, ey, das hat er doch früher nicht. Gerne verstehen können, dieses Spiel, aber ich kann es nicht verstehen. Stand ich wieder so, dass er durch mich durchhuschen konnte. Der ist aber auch ein gewitzter kleiner Kerl. Dem komme ich dann auch nicht mehr weg. Nein! Lass mich doch bitte heilen wenigstens. Ach Mann, das ist zum Kotzen wirklich. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Es ist auch so kaputt gerade. Bis dahin. Ciao.